wohlverdiente Pause gehen. Ich möchte jetzt wieder nach Basel zu Professor Haug von der plastischen Chirurgie und er wird uns über das autologe Fettkräfting berichten. Bitte, Martin. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Christoph. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das autologe Fettgrafting, auch bekannt als Lipofilling, ist eine Technik, die zumindest von manchen Anwendern bereits als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet wird, für die rekonstruktive und ästhetische Chirurgie an der Brust. Und zugegebenermaßen, man kann damit mit relativ wenig Aufwand, offensichtlich wenig Risiko, augmentieren zum Beispiel oder auch rekonstruieren. Aber wissen wir wirklich, was wir in so einer Brust induzieren, was wir in einem ehemaligen Tumorbett unter Umständen in Gang setzen? Darüber gibt es wenig bis keine Evidenzbasis und auch keine internationalen Guidelines zur Anwendung dieser Technik. Nun, was wir wissen, ist, dass Frauen mit einem Risiko von 8 bis 10% über ihre Lebenszeit ein Mammakarzinom entwickeln werden. Wir wissen auch, dass in vitro und in vivo Studien gezeigt haben, dass Stammzellen, die man aus dem Fettgewebe gewinnt, eben das Wachstum von Tumorzellen begünstigen können. Und wir haben natürlich Angst, dass wir so etwas in einer weiblichen Brust induzieren bei der Anwendung dieser Technik, dass wir zum Beispiel Tumorzellen in der Brust verstreuen oder auch die gegenseitige Brust kontaminieren. Das war der Grund, warum wir in unserer Fachgesellschaft eine Arbeitsgruppe gebildet haben und einen systematischen Review der Literatur in Bezug auf unterschiedliche Indikatoren durchgeführt haben. Das Ziel war eben, Guidelines zu definieren, ob man die jetzt als 2K, als SK2K-Guidelines sehen kann. Das muss man noch diskutieren, aber zumindest soll die Sicherheit der Patientinnen und auch die Qualität dieser Technik evaluiert werden. Ich möchte mich im Folgenden auf zwei Punkte konzentrieren. Einmal das Outcome des Fettgraftings, also was bleibt von dem Volumen, das wir in einer Brust einbringen. Wie effektiv ist diese Technik und natürlich die onkologische Sicherheit dieser Technik. Der Review, den wir durchgeführt haben, hat 608 Artikel erbracht. Von diesen waren 73 Arbeiten geeignet und 39, die schlussendlich als Grundlage für diese Guidelines gedient haben. In diesen 39 Arbeiten wurden insgesamt 1750 Patientinnen behandelt. Nun, die Resultate, wie effektiv ist diese Technik? Es gibt leider keine randomisierten, kontrollierten Studien darüber und alles, was bisher publiziert wurde, basiert auf empirischen Erfahrungen. Zumindest nach den empirischen Erfahrungen dieser Autoren kann in einer Sitzung eines Fettgraftings in ungefähr eine Kuppgröße gewonnen werden an Vergrößerung oder Volumeneffekt. Wir haben aus diesem Grund eine weiteren Review zu diesen Arbeiten durchgeführt in unserer eigenen Arbeitsgruppe. Hieraus entstehen dann diese Zahlen, also Volumenerhalt von ungefähr 55 bis 82% nach den unterschiedlichen Arbeiten kann durch ein Fettgrafting erreicht werden. Nun, wie sieht es mit der onkologischen Sicherheit aus? Zumindest wissen wir, dass Nekrosen und Verkalkungen in einer weiblichen Brust nach Fettgrafting in ungefähr dem entspricht, was auch bei einer Reduktionsplastik durchgeführt, observiert wird. Wir wissen auch, dass das onkologische Follow-up, insbesondere die radiologischen Untersuchungen, zwar erschwert sind nach Fettgrafting, aber eben nicht eine Verschleppung einer Tumordiagnose bewirken. Nun, was ist weiter bekannt? Eine aktuelle Arbeit von Gronowitz über 719 Patienten zeigt keine erhöhte Rezidivrate für lokoregionäre und auch systemische Rezidive. Ein Follow-up von Rigotti über 10 Jahre zeigt ebenfalls keine Erhöhung der Rezidivrate. Und eine weitere Arbeit mit einem Follow-up des eigenen Patientengutes über 25 Jahre zeigt zumindest keine Tumorinduktion. Diese Arbeiten haben aber alle keine wirkliche Evidenzbasis und es gibt bis heute keinen Beweis und auch keine wirklich gute Arbeit über die Einflüsse, die dieses Fettgewebe in einem Tumorbett machen, in welcher Art und Weise eben diese Fettzellen das Tumorwachstum von solchen Tumorzellen beschleunigen können. Und deswegen können wir auch keine wirkliche Garantie an unsere Patienten abgeben, dass es sich bei dem Fettgrafting um eine sichere Technik handelt. Das bestätigt auch die jüngst publizierte Arbeit von Petit, eine Level-2-Studie. Er sieht zwar
geringe Komplikationsraten bei der Anwendung dieser Technik, die er als sicher beschreibt. Er kann auch keine Erhöhung der lokoregionären Rezidivraten finden, aber in einer Patientengruppe, nämlich der Gruppe mit brusterhaltender Tumorchirurgie in Kombination mit einer Fettgewebstransplantation, ist zumindest eine geringe Erhöhung der Rate für Fernmetastasen gefunden worden. Das bewegt ihn zu resümieren in dieser Arbeit, dass man eben einmal ein Register braucht für solche Patienten, um mehr Daten zu bekommen, die dann auch evidenzbasiert angewendet werden können. Und er sieht in seiner Arbeit noch keinen Abschluss, um die Diskussion der onkologischen Sicherheit dieser Technik. Nun, ich komme zu unseren Guidelines, die wir aus diesem Literaturreview abgeleitet haben. In der gesunden Brust empfehlen wir eben eine zurückhaltende Indikationsstellung, insbesondere bei Frauen über 35 Jahre. Hier weiß man, dass 10% Chance besteht für ein nicht entdecktes Brustkarzinom. Wir empfehlen nicht die Anwendung, wenn ein familiäres Risikoprofil besteht oder aber eine Genmutation bekannt ist. Bei der Tumorpatientin empfehlen wir eben das Fatgrafting frühestens 3 Jahre nach Abschluss der onkologischen Behandlung bei Brusterhaltung durchzuführen. Wir empfehlen nicht, bei einer aggressiven Tumorbiologie das Fatgrafting durchzuführen und auch nicht in der gegenseitigen Brust. Was sollten wir vor der Operation, vor dem Fatgrafting bei den Patientinnen machen? Zumindest mal eine gute Anamnese und die Evaluation des Risikoprofiles. Eine radiologische Evaluation und Standortbestimmung ist sicherlich empfehlenswert. 2 Punkte, auf die ich in besonderem Maße hinweisen möchte. Das Prozessieren des Fettgewebes darf nur mechanisch erfolgen. Also das heißt, man sollte vermeiden, eben die Fettzellen aus ihrer extrazellulären Matrix herauszulösen. Und man sollte bei dem Prozessieren eben keine isolierten Stammzellen hinzugeben, aus den genannten Gründen. Wir haben einen speziellen Informed Consent, eine Aufklärung für diese Patientinnen entworfen, der ist abrufbar auf der Homepage der SGPREC. Dort wird explizit auch darauf hingewiesen, dass eben keine hundertprozentige Garantie gegeben werden kann in Bezug auf die onkologische Sicherheit dieser Technik. Natürlich sollte man, wenn man in der gesunden Brust Fatgrafting macht, 2 unterschiedliche Kanülen für links und rechts verwenden. Und schlussendlich sind wir im Moment dabei, ein Register zu erstellen, wo eben diese Patientinnen erfasst werden, natürlich mit dem Ziel, eine bessere Datenbasis zu haben und irgendwann vielleicht auch evidenzbasiert sagen zu können, das ist onkologisch unbedenklich. Diese Datenbasis oder dieses Register werden wir in unser Brustregister implementieren und dann auch auf unserer Homepage publizieren. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Martin, vielen Dank für die klaren Ausführungen jetzt bezüglich der Guidelines schweizweit für das Fatgrafting. Ich danke auch für die Einhaltung der Redezeit, sogar Unterschreitung. Und jetzt sind wir zwar nicht ganz in der Zeit, aber es bleiben noch 5 Minuten vielleicht für brennende Fragen an die chirurgischen Vorträge. Alle schon erschöpft oder war alles so klar präsentiert? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann gehen wir jetzt in die Pause, damit wir dann um 11:15 wieder hier sind zum nächsten Block. Danke vielmals.